Und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Mario Brothers A im Super Mario Brothers All-Star-Style. So. All-Style. Auch eine nette Bezeichnung. So, wir kommen jetzt hier zum so gesehen letzten Part. Keine Ahnung, wie lange der gehen wird. Aber. Wir. Schauen einfach mal. So. Das Mikrofon ein bisschen näher. Um vielleicht die Stimmqualität ein bisschen besser zu machen. Oh nein. Wow. So, ich hoffe hier mal auf eine Feuerblume. Okay, ich lauf durch. Hier geht's runter. Huh. Oh nein. Auch noch ein Unterwasserlevel. Hui. Schnell durch. Nein! Ich glaub's nicht. So viel dazu. Wow. Nein! Ich stand falsch. Es sah gut aus, wie es war. Bis zum letzten Punkt, weil ich Angst hatte. So, dann speichern wir mal. Das war mehr als knapp. Ich habe zwar jetzt gespeichert, das heißt aber nicht, dass ich diesen Save State nutzen werde. Aber nur zur Sicherheit speichere ich nochmal. Hui. Oh. Ja, und das Level kennt ihr auch. Das ist dann einfach nur nochmal wiederverwertet, dass es diesmal die ganze Zeit Kugelbillies gibt, die einem das Leben schwer machen wollen. Ah, nee. Mann! Okay, gut. Jedenfalls habe ich die Spitze erreicht. Und bin im nächsten Level gelandet. Oh, war am Ende eine 66. Muss ich nochmal drauf achten. So. Ah! Da hat es mich erwischt. Gut, damit war es nur noch ein Leben. Habt ihr nicht gesehen? Okay, ich verzichte auf den mal. Wow. Und durch. Nein!
Jetzt muss ich mit diesem einen Leben haushalten. Das gibt es nicht, oder? Jetzt gehen die Fails los. Ah, oh, ernsthaft? Was? Oh. Jetzt fange ich an. Jetzt werde ich nervös. Und dabei sind wir gar nicht bei wie du mir, so ich dir. Die Flamme kam vorzeitig hoch. Wow. Also ihr seht, mit Welt 5 wird es auf einmal ein bisschen, ja, schwerer. Und damit wird auch der Part länger. Wie gesagt, leider kann man hier nicht auf den Lakitu draufspringen. Ah, dafür kann man hier schön erwischt werden. Durch andere Sachen. Aber man kann auch wieder groß werden. So, hier laufen wir schön runter. Und dann verkrümelt sich der Lakitu, weil wir am Ende des Levels angekommen sind. Natürlich speichern wir ein bisschen. Ich dachte, der erwischt mich. So. Was haben wir hier? Bonus. So, und hier sammeln wir natürlich alles ein. Wow. Ich stelle gerade fest, hier gibt es ab einer gewissen Höhe nicht mehr die Möglichkeit zu mit Feuerbällen zu schießen. Und er nimmt noch nicht jeden Hit mit. Wow. Was für ein epischer zweiter und letzter Part, oder? Oder soll ich es doch in drei Parts packen? Oh, nee, ne? Was? War was? Oh nein. Das Trampolin. Der Hölle. Das gibt's doch nicht. Ey, die Münze habe ich doch definitiv erwischt. So.
Ah, es geht wieder auf ein Schloss zu, ne? Ja. Was? Wow. Eieieiei. Da geht's aber ab. Nein. Hat's mich nochmal erwischt. Ich hatte leider das Leben noch nicht voll. Und wie ihr seht, ich habe nur noch ein Leben. Muss ich hier nochmal speichern. Ha. Nein! So. Bowser, ich hasse dich. Und tschüss. Oh, ernsthaft? So. Krasse Sache. Also hier ist mal Marios Blick, der müsste, glaube ich, abgöttisch sein. Wie passen in so einen kleinen Sack so viele Leute rein? 7-1. So, wir sind in dem Kugelwilli-Hagel gelandet. Ah, verdammt, ja, Physik. Physik halt. Damals konnte man noch nicht höher springen. Das wurde erst später eingefügt. Deswegen. Ja. Oh, ernsthaft? Komm runter. Nee, jetzt, das muss ja jetzt wirklich nicht sein, ne? Wah. Egal. Wir sind safe durch. Totally safe.
Und es gibt ein Unterwasserlevel. Weil wir Unterwasserlevel so sehr lieben. Wow. Wobei die Unterwasserlevel hier noch bei weitem einfacher sind als manche einfachen in Mario Maker. Und dann war unser Leben. Ernsthaft. Und dann war unser Leben wieder los. Also speichern wir. Komm her. Wow. Wir schwimmen hier unten lang und gehen hier durchs Ziel. Und erreichen das Ziel glorreich mit 5000 Punkten. Oh yeah. That's what I like. Und eine grüne Fahne. So, jetzt haben wir hier dieses tolle Cheep-Cheep-Level nochmal. Nur diesmal sind auch noch Gegner dabei. Nein! So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen ungünstig gespeichert. Wenn ich jetzt hier Continue mache, dann sind wir Welt 7.1. Das heißt, ich muss also hier wieder weitermachen. Was? Da komme ich nicht lang? Alter, jetzt ernsthaft? So, Münzen sammeln. Komm her! Blooper! Blooper! Das gibt's nicht. Der haut ab. Jedenfalls ist er aus dem Bild raus. Und die Fische, sehe ich gerade, die sind zufällig. So. Schnell durch. Damit wir es schnell geschafft haben. So. Okay, gut. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. Ernsthaft? Ach, war das schön, der Anfang, ne? Ich finde den Anfang immer so schön. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal machen. Das lag jetzt nicht am Tod, nein. Oh, es war so klar. Ich möchte jetzt keine Kommentare über irgendwelche Fails oder sowas lesen. Die sind echt peinlich, peinlicher und am peinlichsten. Oh, verdammt. Nein! Und dann auch noch falsch gespeichert.
Man glaubt es gar nicht, wie der Schwierigkeitsgrad hier zulegen kann. So, hier haben wir wieder ein Rätselschloss. Das heißt, unten lang. Mitte. Oben. Unten. Nein, okay. Oben. Mitte. Oben, okay. Nein, ich bin so doof. Wie war denn jetzt die Reihenfolge? Oh. Na, da, 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 da. Habt ihr irgendwas gesehen? Erst unten. Mitte. Oben. Mitte. Oben. Ich krieg ne Krise. Unten. Mitte. Oben. Oben. Mitte oben. Der war eigentlich getroffen, aber egal. Und durch da. Fragt mich nicht, warum das nicht gleich so ging. Keine Ahnung. Es müsste eigentlich gleich von Anfang an so gehen, aber egal. Und wieder sind da 6, 7 Tots raus. 8-1. Wir sind im Finale angekommen. Also Story-Finale. Es gibt ja noch das, den Hard-Mode, um es mal so auszudrücken. Wir gehen mal hier oben lang. Hust. So. Hier laufen wir rüber. Springen wir rüber. Hier ist nichts. Auch nix. Hier ist was. Nehmen wir halt die Abkürzung. Ich glaube, wir haben uns diesen einen Part da gespart. Nee, leider nicht. Boah, ich krieg's nicht. Mario Fail lässt grüßen. Mario Fail. Besonders, ich bin da rein und hier raus. Im Ernst. Ich hätte gern ein Leben. Selbst hier würde ich kein Leben bekommen.
So, wir speichern mal hier. Weil es ansonsten, denke ich mal, doch schon echt peinlich wird. Ist allein schon peinlich, dass ich speichern muss. Ja, So, einfach durchlaufen. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Aber nein, ich muss es ja die ganze Zeit verbocken. Ja, genau so. Ernsthaft. Ich krieg's nicht. So. Mann. Was für eine Krise. Ah. Oh. Eine extra lange Folge. Jedenfalls gab es ein schönes Feuerwerk. Anna Lakitos. Ach. Wah. So, jetzt reicht's mir. Wow. Fuck mich nicht, wie ich den Jump geschafft habe. Mama. Okay, die kann mir jetzt auch nicht helfen. Geh doch. Ich weiß gar nicht, wie lange sich das alles gezogen hätte, hätte ich alles ohne Safe States gemacht. Puh. So, speichern. Speichern. Egal. Ja, hier sackt die Physik, aber wir haben das wieder Level gefunden und geschafft. Wow. So, und hier gibt es dann natürlich die erste Schwierigkeit. Das ist nämlich ein komplett reines Rätsellevel. Und hier kommt es darauf an, in welche Röhre geht man zuerst rein. Und das hier war schon mal die komplett falsche Röhre.
speichere mal. Ich glaube, hier war die erste Röhre. So. Nein. Dann war es hier hoch. Irgendwann geht es da noch unter Wasser. Wow. Ich weiß nicht, ob es sie war. Ja. Hier übrigens das erste Mal, wo Mario an der Logik komplett vorbeischwimmt. Puh. Und dann sind wir schon. Beim finalen Boss. Oder wieder bei Bowser. In seinem 8. Schloss und. Ja. Hier haben wir es dann geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Sage bis zum nächsten Mal. Mario genießt das kleine Küsschen von der Prinzessin Peach. Und ja. Thank you, Mario. The kingdom is saved. Now try a more difficult quest. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.